Liebe Geschwister, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, berichtet von den vorherigen Schriftanhängern, von den Juden und von den Christen, darin liegt keine Sünde. Und darauf aufbauend haben auch Prophetengefährten aus den vorherigen Schriften berichtet. Und ich möchte es Ihnen hiermit gleich tun und aus dem Matthäusevangelium vortragen, ab dem im 25. Kapitel, ab dem 21. Vers. Jesus sagt, dann wird er zu denen auf der Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, Amen. Das heißt, ja, möge es so sein. Amen, sagen wir. Ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Das ist aus dem Matthäusevangelium ab dem 25. Kapitel, beziehungsweise das 25. Kapitel ab dem 41. Vers. Wir als Alhamdulillah belesene Muslime, als praktizierende Muslime, Alhamdulillah und alles Lob gebührt Allah Ta'ala, wir wären nicht zu unserer eigenen Rechtleitung fähig, liebe Geschwister, wie wir in jeder Einleitung, in der sogenannten Khutbatul Haja, auch rekapitulieren. Wir kennen natürlich einen ähnlichen Bericht, auch ein authentischer Hadith, oft zitiert, in dem es unter anderem heißt, Yabna Adam, Maridtu, Falam Ta'udni. Allah Ta'ala spricht, O Mensch, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Und so wird der Mensch sprechen. Am Tag des Gerichts trägt sich das zu. Ya Rabbi, kayfa a'uduka wa anta Rabbul Alamin. O Herr, wie kann ich dir einen Krankheitsbesuch abstatten, wo du doch der Herr der Welten bist, also nicht krank werden kannst. Allah Ta'ala spricht, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبَدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ. Hast du denn nicht gewusst, dass einer meiner Diener, der so und so, krank gewesen ist? Und du hast ihn nicht besucht? Und hast du denn nicht gewusst, dass wenn du ihn besucht hättest, mich dort vorgefunden hättest, mich bei ihm vorgefunden hättest, das heißt Allah als Unterstützer, Allah als Vergeber, Allah als Segnungen Schenkender. Und gleichfalls Yabna Adam ist dort Amtuka falam tut'imni und Yabna Adam ist das Qaituk falam tasqini. Also O Mensch, ich hatte dich um Essen gebeten und du gabst mir nichts zu essen und O Mensch, ich hatte dich um Wasser gebeten und du hattest mir nichts zu trinken gegeben. Ein authentischer Hadith, entweder in Bukhari oder in Muslim, ich habe mir das jetzt nicht gemerkt, aber es ist einer der bekannten Hadithe in Bukhari und in der Sammlung Muslims. Und dort ist die Antwort noch eine erläuterndere. Lau at'amtahu lau wajadta dhalika indi. Hättest du ihm zu essen gegeben oder hättest du ihm zu trinken gegeben, dann hättest du diese Tat bei mir gefunden, im Sinne von, so wäre sie von mir belohnt gewesen. Dass man das also auch nicht in irgendeiner Form, was die Attribute Allah Ta'alas anbelangt, falsch verstehen kann. Wir wissen, Allah Ta'ala kann nicht krank werden. Wir wissen, Allah Ta'ala bedarf keiner Nahrung. Das ist Grundkurs. Ja? Das ist der Grundkurs vom Grundkurs. Die Einleitung des Grundkurses in der Thematik des Tauhids, die wir Alhamdulillah alle beherrschen. Im Matthäusevangelium hieß es, das, was ihr einem der Geringsten getan habt, ja, das habt ihr für mich getan, sinngemäß, oder das habt ihr
mir getan. Und das veranlasste mich dazu, nachzudenken, wer ist denn der Geringste in dieser Gesellschaft? Wer sind denn die Geringsten in dieser Gesellschaft? Diejenigen, die vielleicht auch keine starke Lobby haben, vielleicht gar keine Lobby haben, über die man wenig redet, aber die sehr, sehr viel leiden. Und anlässlich eines heldenhaften Ereignisses, was wir später auch gleich nochmal thematisieren werden, bin ich auf die Obdachlosen gekommen. Die Obdachlosen. Es gibt in Deutschland um die 50.000, niemand zählt es wirklich. Es gibt keine Statistik. Es ist noch nicht mal eine Kategorie erhoben worden, dass man dem nachgehen möchte. Ja? So schwach ist die Lobby der Obdachlosen. Ungefähr 50.000 Obdachlose. Und Obdachlose sind, ja, anders als Wohnungslose, eben solche, die nicht irgendwo unterkommen, sondern das sind wirklich Menschen, die mehr oder weniger, mit Ausnahmen, phasenweise auf der Straße leben. 50.000 Menschen, die in Deutschland auf der Straße leben. Und das war die Zahl vom Jahr 2016 von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die BAGW. Und gleichzeitig wissen wir beispielsweise vom Deutschen Mieterbund, dass trotz der großen Problematik, also trotz dessen, dass es Wohnungslose gibt und Obdachlose gibt, dass wir für das Jahr 2017 80.000 Wohnungen nicht gebaut haben, die hätten gebaut sein müssen. Das heißt, diese Problematik wird auch gesamtpolitisch vernachlässigt, was sich auch daran festmachen lässt, dass der Bund, ja, so Deutschland, ja, sich ab 2019 komplett aus dem sozialen Wohnungsbau zurückziehen wird. Danach ist es nur noch Länderangelegenheit. Ja, das kann man alles nachlesen. Ja. Und Obdachlosigkeit, liebe Geschwister, ist nicht ein Problem. Es ist nicht ein Problem, sondern es sind mehrere Probleme. Ja. Zusammengesetzt aus Probleme materieller Natur, Menschen, die verschuldet sind, Menschen, die den Mietvertrag gekündigt bekommen haben, Menschen, die aus einem Gefängnis entlassen worden sind, ja, aber auch immaterielle Probleme, Menschen, die Lebenskrisen zu bewältigen haben. Die Scheidung ist auch eines der Faktoren, die in die Wohnungslosigkeit, in die Obdachlosigkeit unter anderem führt. Oftmals haben Obdachlose zu leiden an Alkoholsucht und sowieso Armut. Ja, es ist also ein facettenreiches, beziehungsweise ein vielschichtiges Problem, ein sehr vielschichtiges Problem, liebe Geschwister. Und die Lobby dafür ist sehr, sehr schwach. Ist sehr, sehr schwach. Und wir kennen das auch, das Schimpfwort, wie wir es aus der Gesellschaft gelernt haben, du Penner. Ja? Und das ist ein Schimpfwort, bei dem sich die wenigsten aufregen. Ja? Wir haben andere Schimpfwörter dann, oh, man hört berechtigterweise, ja, berechtigterweise, stopp, das, ja, das sagen wir nicht, das verwenden wir nicht als Schimpfwort. Ja. Aber Penner ist immer noch sehr, sehr gesellschaftsfähig zu sagen, ja, vergleichsweise. Und Allah Ta'ala weiß es am besten, es ist ein persönlicher Eindruck, den ich hier an der Stelle vermittle. Mir hat Pfarrer Johannes Herrmann, der hier nicht weit Pfarrer gewesen ist, aber Pfarrer bleibt man, also auch wenn man in den Ruhestand gegangen ist. Und er erzählte davon, dass, ich will die Gegend nicht beim Namen nennen, aber es ist nicht weit weg von hier. Also man kann das jedem zumuten, dorthin einen Spaziergang zu machen. Also das unweit von hier, vom Frankfurter Gallus, hat die Caritas vor einigen Jahren mal die Idee gehabt, ich glaube, es waren 4 Wohnwagen aufzustellen für Obdachlose, die in einer bestimmten Gegend eben ihre Habseligkeiten halt stationierten und halt dort regelmäßig waren. Und dann hat sich in dieser Gegend, ja, die weder als sozial schwach bezeichnet werden würde in der Wissenschaft, ich mag das Wort sozial schwach nicht, weil als ob diese Menschen schwach wären in Bezug auf die sozialen Eigenschaften. Also, ja, das Menschliche. Das ist so eine Doppeldeutigkeit, die ich vermeiden möchte. Also weder die wirtschaftlich Schwachen, es ist eine weder wirtschaftlich schwache Gegend, noch ist es eine
einer reichen Gegend. Ja? Was passierte? Dort formierte sich ein Verein, der dagegen war, dass diese Wohnwagen dort aufgestellt werden. Damit dort Obdachlose, wie gesagt, eine Bleibe haben. Und sei es in Form eines Wohnwagens, den sie sich auch hätten geteilt, sage ich, in einem Nebensatz. Und da merken wir, liebe Geschwister, wir haben ein Problem, und das ist eine Thematik damals gewesen, und das betonte Pfarrer Johannes Hermann, ganz fernab von irgendwelchen Migrationsdebatten. Ja? Also hier handelt es sich nicht um Rassismus, ja? Außer der Form des Sozialrassismus. Also wo es um die unteren Klassen quasi in einer Gesellschaft wirtschaftlich gesehen, ja, Opfer sind. Und daran merkt man, und das hat er auch betont im Rahmen einer Podiumsdiskussion, an der er als Teilnehmer auch teilgenommen hatte, wir haben in Deutschland ein Problem, was das Soziale anbelangt, im Allgemeinen. Und obendrauf kommt dann noch die Migrationsdebatten und die Islamdebatten und ja, etc. Wo wir also doppelt, dreifach oft betroffen sind. Aber zuallererst haben wir in Deutschland ein Problem, wenn es darum geht, überhaupt auf der Basis sozial zu sein. Und das, obwohl im Grundgesetz an zwei Stellen, im Artikel 20 und im Artikel 28, das Sozialstaatsprinzip verankert ist. Dass Deutschland ein sozialer Rechtsstaat ist, ein sozialer Bundesstaat ist. Ja? Und das Subsidiaritätsprinzip gilt, dass sollte die soziale Arbeit nicht geleistet werden von einem der Wohlfahrtsverbände, dann muss der Staat an der Stelle auffangend eintreten. Das heißt, wir haben zwar einen Sozialstaat, aber wir haben auf der anderen Seite oder unter diesem Staat haben wir eine asoziale Gesellschaft. Das ist ein Problem. Auf der anderen Seite gibt es Gesellschaften, die leiden unter einer Diktatur. Die leiden unter Korruption und Ausbeutung und Unterdrückung, ja, und politischen Festnahmen. Ja, ganze Gefängnisse sind gefüllt mit politischen Gefangenen weltweit. Aber auf der anderen Seite gibt es eine soziale Gesellschaft. Ja, und die Menschen teilen wortwörtlich vielleicht ihren letzten Apfel, den sie haben. Und lassen bei einem und laden ein zum Übernachten. Und viele Berichte von Reisenden, auf die wir auch noch eingehen werden, ja, die in verschiedenen Gesellschaften die Armut und Diktatur ertragen mussten, reisten und dann am Ende sagten, ja, die Menschen dort sind viel sozialer als wir hier. Das ist ein Problem. Unser Schulsystem. Es ist seit 2003 nachgewiesen durch die PISA-Studien und die Studien, die daraufhin folgten, dass das deutsche dreigliedrige Schulsystem, also sprich nach der vierten Klasse, aussondern in Hauptschule, Realschule und Gymnasium, dass dieses System systematisch drei Gruppen von Menschen diskriminiert und benachteiligt. Nämlich Menschen aus bildungsfernen Elternhäusern, das heißt, wenn die Eltern keinen hohen Schulabschluss gemacht haben, was nicht heißt, dass sie nicht intelligent wären. Aber Bildung und Intelligenz, ja, sind zwei verschiedene Kategorien erstmal. Aber weil die Eltern bildungsfern sind, haben es ihre Kinder schwieriger in diesem Schulsystem. Unabhängig davon, ob sie vielleicht auch intelligent wären. Ja, das ist ja das Problem. Die Studie sagt ja nicht, ja, die weniger Intelligenten kommen nicht hoch. Das wäre ja keine, was wäre das für eine Studie? Das muss man da nachweisen. Ja? Ja, die weniger Schwachen können auch weniger auf der Bank drücken. Dazu braucht man keine Studie. Das ist klar. Sondern es geht darum, dass eine Diskriminierung stattfindet. Und genauso, dass Familien aus Wirtschaft, also dass wirtschaftlich schwache Familien, die Armen, selbst wenn sie ja, Bildungsabschlüsse haben, aber auch sie werden zum Teil ausgesiebt und können nicht an den höheren Abschluss, der ihnen eigentlich zusteht. Warum? Das diskriminierende System. Und dann der dritte Faktor, Familien mit Migrationshintergrund. Und seien sie bildungsnah, und seien sie reich, aber sie sind migriert. Und diese Menschen werden auch von diesem System diskriminiert. Das ist nachgewiesen. Das weiß man. So, wenn man jetzt vergleicht in der Wirtschaft oder im Sport,
wenn man merkt, ja, und Deutschland war damals im Mittelfeld der Welt. Es war eine große weltweite Vergleichsstudie gewesen. Ich glaube, wir waren da so, Länder wie Mexiko hatten ähnliche Ergebnisse gehabt. Und es war natürlich ein großer Schock. Deutschland bleibt weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Ja, was macht man, wenn man merkt, dass das System nicht richtig funktioniert? Was macht man? Man ist ganz faul, man guckt, ja, wo funktioniert es denn? Ah, in Finnland funktioniert es. Dann nehmen wir doch dasselbe System. Im Sport genauso. Ja? Als die Amerikaner im Basketball gemerkt haben, dass die Mann-zu-Mann-Verteidigung nicht das beste System ist und dass sie anfangen, auf internationalen Turnieren zu verlieren, klack, wir schalten auf Zonenverteidigung um, damit wir international mithalten können wieder. Ja? Man verrät sich manchmal als Prediger. Aber ich möchte ein Beispiel geben, was euch einprägsam ist. Man kopiert also erfolgreiche Systeme. So, wir schreiben jetzt welches Jahr? 2018, 15 Jahre, wir haben immer noch das dreigliedrige Schulsystem. Warum? Obwohl im Grundgesetz Werte wie Gerechtigkeit und verankert sind und dass niemand diskriminiert werden darf und so weiter. Ja, das wissen wir, dass es da steht. Aber was sagt die Realität? Und das Problem ist, manchmal sind wir ja auch dreifach betroffen. Du hast Migrationshintergrund und deine Eltern sind bildungsfern und ihr lebt in Armut und ihr habt den Frankfurter Pass. Das heißt, gleich drei auf einmal müssen wir schultern. Gleich drei auf einmal müssen wir schultern. Drei Faktoren der Diskriminierung müssen wir manchmal schultern. Nicht wegen uns, sondern wegen dem System. Und warum hat sich nichts geändert? Die Werte. Es fehlt an den Werten. Nicht das Grundgesetz ist das Problem. Nicht die Gesetze sind das Problem. Sondern es mangelt an den sozialen Werten. Das ist ein Riesenschlamassel. Und inshallah leisten wir einen großen Beitrag für diese Gesellschaft, liebe Geschwister. Weil wir sind wertebasiert. Als religiöse Menschen müssen wir wertebasiert sein, nicht interessensgebunden. Ja, das ist jetzt nicht in meinem Interesse. Nein, aber was sagt dir Allah Ta'ala? Was hat sein geehrter Gesandter gesagt? Sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein Wert, den musst du umsetzen, selbst wenn es gegen deine Interessen geht. Selbst wenn du diesen Vorteil nicht hast. Aber du musst deine muslimischen Werte in die Gesellschaft tragen. Und Alhamdulillah, wir sind sozial, Alhamdulillah. Wenn wir den Islam praktizieren und fühlen im Herzen, dann sind wir automatisch so sozial. Ansonsten haben wir den Islam nicht verstanden. Oder falsch, falsch, falsch verstanden. Falsch hoch 3, hoch 10, hoch 1 Million falsch verstanden. Wir alle, wir kennen die Zakat, ja, als Umverteilungssystem, ja, was nicht nur wirtschaftliche Armut mit beseitigt. Aber wir haben als weitere unter den 5 Säulen das Fasten. Es ist also nicht nur ein materielles, wirtschaftlich-politisches System zur Umverteilung, die Zakat, sondern wir haben auch ein Miterleben, ein Mitfühlen, ein Mitleiden, damit wir empathisch sein können. Wir müssen mitleiden, um Leid zu beseitigen. Deswegen hat Omar, der einigermaßen reich war und der Khalifa, er hat sich trotzdem in den Zustand des Hungerns begeben. Er sagt, du kannst nicht mal richtig arbeiten, ess mal was, wir brauchen deine Gedankenkraft. Dann sagt er, wie soll ich das Problem lösen, wenn ich selbst nicht mitleide? Wenn ich selbst das Problem nicht spüre. Alhamdulillah für das Fasten, weil es einen mitleiden lässt. Ja, und Alhamdulillah auch für eine Systematik in der Zakat, ja, und im Wirtschaftssystem, ja, welches sozial ist, ja, beispielsweise auch den Zins verbietet. Bevor ich nun über Obdachlose, liebe Geschwister, aus islamischer Perspektive spreche, und immer wenn man sagt aus islamischer Perspektive, dann wird es immer zu kurz kommen, gerade im Rahmen einer Khutbah. Aber wir wollen einige Aspekte miteinander durchgehen. Möchte ich einfach nur über den Reisenden sprechen und welcher Status der Reisende im Islam hat. Erstens ist der Reisende einer von acht berechtigten Empfängergruppen der Zakat. Selbst wenn er in seiner Heimat als reich gilt, allein aufgrund der Tatsache, dass er keinen Zugang zu seinem Vermögen hat,
Allein das lässt ihn Zakat berechtigt sein. Und wie einige Rechtsgelehrte ausgeführt haben, er hat das Recht, ja, den Sinn seiner Reise zu erlangen. Also man schickt ihn nicht sofort nach Hause, sondern nein, der Reisende hat das Recht, erstmal das zu erledigen, was er zu erledigen hat, solange es sich im Erlaubten befindet. Und sei es Business und sei es das Geschäft. Ja, das ist unumstritten. Umstritten ist nur die Genussreise. Ja, ob man auch die sozusagen, ja, aus der Zakat finanzieren kann. So, ja, ich wollte mal, weiß ich nicht, Flitterwochen machen oder so ähnlich. Ja, aber unumstritten das Erlaubte und unumstritten, also zum Beispiel der Handel und unumstritten Dinge wie die Eltern besuchen und so weiter. Ja, also religiöse Gebote auch umsetzen. Sogar diejenigen haben ein Recht darauf. Subhanallah. Und dass sie ihr Ziel erstmal, den Sinn der Reise, beenden. Und dann stattet man sie aus. Und nach den Hanafiten, selbst wenn am Ende der Reise noch etwas übrig bleiben sollte, nach den Hanafiten, das brauchen sie nicht zurückzugeben. Ja? Das ist nur der Reisende, liebe Geschwister. Und ich werde, um etwas Zeit zu sparen und nicht immer wieder zu überziehen, werde ich einige Dinge kürzen. Aber es gibt viel zu sagen zum Thema, wie der Reisende allein behandelt wird. Ja? Man kann sich fragen, warum, und wir sollen uns auch fragen, warum. Weil Reisen das Mittel oder eines der Hauptmittel der Bildung ist. Ja, Allah Ta'ala ehrt es im Koran. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Sind sie denn nicht umhergereist, sodass sie Herzen haben, durch welche sie verstehen mögen? Das heißt, die Reise ist ein Mittel zum nicht nur Wissenserwerb, sondern auch zur Erziehung. Ja, Al-Qulub sind hier, die Herzen sind hier angesprochen. Ja, nicht nur, ja, die Uqul, die Verstände. Ja, Verstand, was ist die Mehrzahl von Verstand? Verstände meine ich. Ja, oder Verstande, wir schlagen es nach, inshallah. Wir wollen die Sprache korrekt wiedergeben. Ja, und subhanallah, Allah Ta'ala, ja, wenn wir von Wirtschaftsmigranten abfällig sprechen sollten, sollten wir wissen, Allah Ta'ala hat das Reisen zwecks Unterhaltserwerbs im Koran festgehalten. Ja? Das heißt im Koran, وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ. Und andere, die im Land umherreisen, um, ja, Allah Ta'alas Gunst zu erwerben. Ja, so um zu arbeiten. Das ist ein Ausdruck für die Arbeit. Also falls wir mal irgendwie mitbekommen, wie in einem mehrheitlich-muslimischen Land schlecht über die Arbeitsmigranten gesprochen wird. Sagen, was willst du? Das steht im Koran. Willst du Allah Ta'alas Vorsehung in irgendeiner Form kritisieren, dass es Menschen gibt, die das tun, was Allah Ta'ala im Koran beschreibt? Ja, und im positiven Sinne, in einem positiven Kontext beschreibt. Kommen wir zum Obdachlosen. Er ist ein Mensch. Und Allah Ta'ala hat die Menschen gewürdigt. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Und wir haben den Kindern Adams, also den Menschen, Würde, Ehre verliehen. Das ist von Allah Ta'ala gegeben. Und gut, dass es von Allah Ta'ala gegeben ist. Weil wenn es von einem Menschen verliehen worden wäre, ja, man kann über alles debattieren. Endlos Debatten führen. Ja, und ein neuer Kontext und andere Gesellschaft, andere Zeit, andere Mentalität. Aber was Allah Ta'ala gesagt hat, kann man das debattieren? Als Muslim kann man das nicht debattieren. Alhamdulillah, ein Mensch mit Würde. Weswegen wir auch Menschen, die uns bekriegt haben, im Zwischenmenschlichen bevorteilen können. Ja? Wie Allah Ta'ala in Surat Al-Insan sagt, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Und sie geben von ihrem Essen, und es gibt ja zwei mögliche Interpretationen, ja, weil sie Allah lieben oder obwohl sie das Essen lieben. عَلَى حُبِّهِ, ja. Es ist nicht deutlich, es ist mehrdeutig. Obwohl sie das Essen lieben oder weil sie Allah lieben, geben sie von ihrem Essen dem Armen, der Waisen, dem Waisenkind und dem Gefangenen. Ja, und wer ist gefangen? Ja, derjenige, der dich bekriegt hat vorher. Ja? Warum? Er ist ein Mensch. Wir fühlen mit.
Ja? Komm, wir geben ihm das Bessere vom Essen. So ist es überliefert, liebe Geschwister. Lest es nach in Surat al-Insan und die Kommentare dazu und wie die Fuqaha mit diesem Vers, mit dieser Aya auch umgegangen sind. Welche Rolle hat die Moschee damals gespielt? Damals gab es auch Obdachlosigkeit. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Obdachlosen in der Moschee untergebracht. Nicht in irgendeinem Lager außerhalb der Stadt, sondern inmitten der Stadt. Und ihr wisst, dass die Hauptmoschee immer Zentrum eines muslimischen Stadtbildes ist. In der muslimischen Städtearchitektur ist die Hauptmoschee das Zentrum. Und nicht nur das Zentrum architektonisch, sondern auch was das gesellschaftliche Leben anbelangt. In der Moschee vom Propheten Muhammad gab es darstellendes Spiel. Ja, die Abessinier, die zum Fest mit ihren Speeren Vorführungen gemacht haben. Es gab Dichtung, auch weltliche Dichtung, ja, weswegen Omar sie zunächst kritisierte. Und dann hieß es, zur Zeit des Propheten Muhammad gab es auch Dichtung in der Moschee. Und dann hat Omar dies natürlich akzeptiert. Aber erst wollte er es nicht haben. Warum? Weil es nicht direkt religiös gewesen ist. Es gab Dichtung in der Moschee. Und dort wurden die politischen Verhandlungen geführt. Und dort wurden sowieso die religiösen Gespräche und so weiter. Fünfmal am Tag. Die Menschen waren im Zentrum der Gesellschaft. Und die Überlieferungen sagen, ihnen wurde das Lesen und Schreiben beigebracht. Und es gab Menschen, die haben Datteln regelmäßig in die Moschee gebracht. Und es gab eine Leine, die gespannt war, sodass man dort Datteln und andere Nahrung anbringen konnte. Ja, das heißt, die Leute, die haben ihre Nahrung quasi von dieser Leine 100 Jahre lang gepflückt. Diese Leine, die war 100 Jahre dort. Und es gab einen Frischwasserservice. Immer wurde frisches Wasser zur Moschee gebracht für diese Menschen. Die Gelehrten gehen auseinander, wie viele Menschen dort Zeit verbracht haben. Die niedrigste Zahl, die, glaube ich, von Imam al-Qurtubi aufgeführt wird, ist 400. 400 Menschen, subhanallah. Abu Huraira war 4 Jahre lang dort gewesen. Sie haben also Teilhabe an der Gesellschaft gehabt. Und der Prophet Muhammad hat auch jeden Abend von ihnen welche zu Familien geschickt. Ja, also organisiert, dass Familien auch sie einladen, damit sie auch Teilhabe mit familiärem Charakter haben. Nicht einfach nur, ja, hier Kantinen essen, sondern dass man sozial verankert ist. Ja? Und da war die ganze Gemeinde mit eingebunden und die Finanzierung war garantiert über die Zakat, über die privaten Geschenke, die der Prophet Muhammad bekommen hat und die er regelmäßig an die Ahlus Suffa, so werden sie genannt, Leute der Veranda, weitergeleitet hat und über andere freiwillige Spenden auch. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, Mustafa Alptuk Sözen hat für einen Obdachlosen aus Kasachstan, der schwer betrunken gewesen ist, 2,6 Promille ist ziemlich viel. Für diesen Menschen hat er sich eingesetzt. Für den Geringsten in der Gesellschaft. Ja? Also denen, die doppelt und dreifach und zehnfach durchgefallen sind durch das soziale Netz. Die keine Familie oder Freunde haben, die sie auffangen konnten. Ja? Die in einem Obdachlosenzentrum regelmäßig sind. Die nicht gut riechen. Wer mit 2,6% Promille Wer mit 2,6 Promille kann gut riechen dabei. Die arm sind. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wir sehen, dass er den Islam in dem Moment im Herzen getragen hat. Und deswegen ist er für uns ein Vorbild. Und er soll ein Vorbild bleiben, liebe Geschwister. Und deswegen habe ich auch diese Khutba bewusst etwas später gehalten. Bewusst etwas später gehalten. Weil das Vergessen beginnt jetzt gerade. Man hat die Blumen keinen Tag liegen lassen, die dort hingebracht worden sind zur Station, um die Anteilnahme symbolisch zum Ausdruck zu bringen. Aber Alhamdulillah, 50.000 Menschen haben eine Petition unterschrieben, dass diese Station umbenannt wird
Und die Familie hatte auch zugestimmt, was immer wichtig ist in solchen Fragen. Man macht nichts ohne die Zustimmung der Hinterbliebenen. Die haben auch zugestimmt. Aber ob es passieren wird, ich wage es zu bezweifeln. Als Schwester Tukce gestorben ist, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, vor 4 Jahren ungefähr in Offenbach, da gab es dann auch, ja, sie ist gestorben wegen ihres Einsatzes. Für Zivilcourage. Für ihre Zivilcourage ist sie gestorben. Dann hieß es auch, ja, wir wollen die Brücke umbenennen. Ja, seit 2014 hört man davon gar nichts mehr. Ja, ich habe geguckt in den Nachrichten. Letzte Nachricht 2014, wenn man auf Google geht, ja. Das einzige Ergebnis aus diesem Jahr ist nämlich, dass der Bruder Tutsches, Rahimahallah, er initiierte diese Petition, die auch übrigens der Bürgermeister unterschrieben hat. Unser Oberbürgermeister Peter Feldmann hat diese auch unterschrieben und hat auch die Deutsche Bahn angeschrieben und den Ortsbeirat angeschrieben und die VGF angeschrieben. Ja? Und auch der Oberbürgermeister Hanaus, Herr Kaminski, hat auch diese Petition mit unterschrieben. Aber ich wage es trotzdem zu bezweifeln, weil in Offenbach hat sich damals auch nichts getan. Und seit 17 Jahren reden wir in Frankfurt davon, den ehemaligen Gastarbeitern ein Denkmal zu setzen. Ich will übrigens kein Gastarbeiterdenkmal. Wir sind doch nicht an solchen historischen Symboliken interessiert. Wir sind längst keine Gastarbeiter mehr. Was wir brauchen, ist eine Umsetzung des Multikulturellen, eine Anerkennung des Multikulturellen. Dass auch mal ein paar Straßen nach Muslimen benannt sind, die etwas für die Wissenschaft getan haben. Davon gibt es ja zuhauf. Oder die weltpolitisch etwas vorangebracht haben. Davon gibt es auch Muslime zuhauf. Ja, muss denn erst jemand sterben? Muss denn erst jemand sterben, dass wir irgendwie eine muslimische Straße haben oder eine Station? Aber wir sollen nicht vergessen, liebe Geschwister. Wir sollen nicht vergessen. Und wenn wir wollen, wir können diese Station nennen, wie wir wollen. Wir brauchen nicht auf eine politische Erlaubnis zu warten. Der Alltag ist der Alltag, politisch unreguliert. Wenn wir sagen, wir treffen uns in der Mustafa-Straße oder wir treffen uns dort oder dort bei der und der Station, wir können das nennen, wie wir wollen. Aber tut mir bitte einen Gefallen, überklebt keine offiziellen Schilder oder so. Weil ihr wisst, ja, das ist etwas, was man in Deutschland nicht macht. Da werden die Leute verrückt. Wir werden durchdrehen. Was? Die haben da irgendwas überklebt oder so. Macht das bitte nicht. Es fällt auch nur negativ auf uns zurück. Aber wie wir diese Station nennen, das wollen wir nicht in die Hand derjenigen geben, ja, die auch Schwester Tutsche letztendlich keine Brücke widmen wollten, ja, oder denjenigen geben, die es seit 17 Jahren nicht hinbekommen, ein Gastarbeiterdenkmal hinzubekommen, was ich eigentlich gar nicht richtig haben will, aber was auch nicht falsch ist. Es ist auch nicht falsch. Ich würde dagegen jetzt auch nicht protestieren. Aber es wäre mir nicht genug. Oder es wäre als einzige Handlung, wäre es auch nicht vollkommen korrekt. Weil es geht nicht um die Gastarbeiter. Aber sie haben viel geleistet. Und deswegen mögen auch sie etwas bekommen. Und viele von unseren Vätern waren auch, oder Großvätern waren auch Gastarbeiter. Sie mögen geehrt werden, aber das kann nicht für die gesamte Debatte sprechen. Das alleine kann an der Stelle nicht genügen. Liebe Geschwister, an der Stelle, ich will mit einem Appell schließen. Alhamdulillah, wir haben im Islam die Scharia. Ja, wir haben die Gesamtheit der Gebote. Alhamdulillah. Aber wir dürfen niemals Tazkiyah vernachlässigen. Weil die rechtlichen Regelungen, wie wir auch hier in Deutschland sehen, wenn sie nicht von Werten getragen sind, wird das Recht allein nichts bewegen. Es wird eine Realität geben, die diesem sogar widerspricht. Und dann heißt es ja, warum ist es denn so, wenn doch im Grundgesetz steht? Ja, warum ist es denn so, wenn in der Scharia ist das und das heißt? Ja, weil wenn die Leute die Werte nicht im Herzen haben, sie nicht anerziehen, dann wer soll das lebendig machen? Diese soziale Gesellschaft. Und subhanallah, Omar ibn Abdulaziz, der 5. rechtgeleitete Khalif, er war nur 2,5 Jahre an der Macht. Und er hatte viel mit Korruption und Missständen anfänglich zu kämpfen. Aber in 2,5 Jahren hat er es geschafft, dass Menschen für ihre Zakat keinen Abnehmer finden konnten. Und es wird überliefert von Imam al-Dhahabi, ja, dass es gesagt wurde, Omar ibn al-Aziz, du hast die Bedürfnisse der Menschen komplett abgedeckt. Und es gibt, ich konnte das nicht nach,
Ich konnte es nicht verifizieren, aber es gibt die Aussage, dass damals die Rechtsgelehrten gesagt haben, von der Zakat soll Vogelfutter geholt werden, um es zu verteilen, damit die Vögel leichter Zugang zu ihrem Essen haben. Ich konnte das nicht verifizieren. Aber verifiziert ist, dass Menschen keine Abnehmer für ihre Zakat finden konnten. Warum? Nicht, weil die Zakat die 100 Jahre zuvor ungefähr außer Kraft war. Nein, die Zakat war immer noch in Kraft. Aber es gab Armut, es gab Bedürftigkeit. Warum? Die Herzen. Und das schafft Omar ibn Abdulaziz, auch mit dem besten Beispiel vorangehend, dass die Herzen der Menschen wieder die islamischen Werte annehmen und umsetzen. Und dann funktionieren auch Instrumente. Ja? Aber Instrumente oder rechtliche Regelungen, die werden nicht funktionieren, wenn die Gesellschaft eine asoziale ist und wenn die Herzen asozial sind. Deswegen nehmen wir das mit, inshallah, als Denkanstoß. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, هل تنصرون وترزقون إلا بدعافائكم؟ Bekommt ihr denn Versorgung oder Sieg außer durch die Schwachen? Also provokant und auch aufweckend, sagte er. Denkt ihr, dass ihr von Allah Ta'ala Sieg bekommt, wenn ihr die Schwachen falsch behandelt? Denkt ihr, dass ihr von Allah Ta'ala Versorgung bekommt, wenn ihr nicht die Rechte der Schwachen berücksichtigt? Nie im Leben. Gerade wir, liebe Geschwister. Wir müssen uns daran messen lassen, wie stark sind die Schwachen bei uns. Und wenn sie nicht stark sind, ja, dann wird Versorgung von Allah Ta'ala und Segnungen und auch Sieg von ihm ausbleiben. Wie regelmäßig, Alhamdulillah, gibt es Falafelverkauf für das Moscheekaufprojekt. Also haltet etwas Geld auch zurück für eure Falafel, die ihr mitnehmt. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, wir bitten dich, oh Allah, reinige unsere Herzen von der Gier und vom Geiz und von der Egozentrik, oh Allah, und von der Selbstzentrierung, oh Allah, von der Feigheit, oh Allah, dass wir uns nicht für andere einsetzen. Oh Allah, bitte lasse uns mitfühlen und mitleiden und schenke uns Kraft, um diese Welt zu einer besseren Welt zu machen, einer Welt, wo wir die Zurückgestoßenen aufnehmen, oh Allah, und ihnen Liebe geben und ihnen ihre Grundbedürfnisse abdecken, oh Allah. Allahumma amin. Oh Allah, bitte befreie die Armen aus ihrer Armut. Bitte schenke den Bekriegten Frieden. Bitte schenke den Unterdrückten und Gefangenen Selbstbestimmung. Oh Allah, bitte lass uns einen Beitrag dazu leisten. Allahumma amin. Lasse uns die Verwirklichung der Bittgebete der Unterdrückten sein. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.